Wir sind jetzt im Zoo Isvera und wir haben heute aus Costa Rica 440 Puppen bekommen von Passionsblumenfalter. Die haben wir mit einer Gruppe von Mitarbeitern schnell mit Nadeln aufgehängt hier in diesen gebastelten Puppenschrank und die sind schon am Schlüpfen. Also da ist immer Eile geboten und alle 440 werden in die nächste 7 Tagen schlüpfen und hier im Tropenhaus herumfliegen. Also die Puppen sind dann ganz gut verpackt in Schaum und so weiter. Man öffnet die Dose und dann nimmt man eine kleine Nadel und glücklich haben die in Costa Rica schon ein ganz kleines bisschen Schaum am Hinterleib von die Puppe befestigt und braucht man eigentlich nur die Nadel durch das Stückchen Schaum zu stecken und dann in das Schaum von unserem Puppenschrank. Ne? Also auf jeden Asten sind so etwa 70 Puppen genadelt und ja, wie gesagt, die ersten sind schon am Schlüpfen. Also ist alles gut vorbereitet. Wir haben nicht weniger als 100 blühende Pflanzen bekommen, Sestrums, Lantanas und so weiter. Und wir haben auch Blumen gebastelt. Da kommt dann Honigwasser drin und unsere Gärtnerin hat da oben vor allem Gurkenarten gesät. Und die Gurkenarten, die liefern vor allem Pollen für diese Passionsblumenfalter. Und dank die Pollen leben die nicht nur ein paar Wochen, aber ein paar Monate. Also ich werde noch 5-mal die nächsten 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen und so weiter werde ich nochmal 150 Puppen kriegen und mit ein bisschen Glück haben wir sogar bis Oktober, September schöne Schmetterlinge hier ins Tropenhaus in Hoyerswerda.